Hallihallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play-Projekt bei Alles Furchtbar kommentiert. Mit mir, dem Daniel. Und ja, ihr seht es vielleicht schon, es quiekt auch schon. Wir haben Ratten. Ja, und was kann Spiele mit Ratten? Ein sehr bekanntes Spiel mit Ratten, was ich jetzt noch ein wenig nachholen würde, ist Black Tales Innocence. Da ist schon ein zweiter Teil angekündigt, stand jetzt, wo ich das aufnehme. Aber ja, bevor der released wird, oder ja, vielleicht ist er auch noch gar nicht da, oder ist schon da, wer weiß, spiele ich jetzt mal den ersten Teil und guck mir den mal an. Ist ja eigentlich ein Spiel, was auch so recht hochgelobt war. Und ich erwarte mir jetzt einfach mal ein bisschen, ja, bisschen interessanten Content. Ja, ich würde sagen, wir steigen auch direkt mal ein. Das Ganze ist wohl, glaube ich, so ein Adventure-Spiel. Hat Voreinstellungen. Das ist eine gute Frage. Ich würde das Zeug, glaube ich, mal ausschalten. Weil ich mag es ja nicht mal ganz gerne, wenn man nicht irgendwie tonnenweise von HUD-Elementen sieht. Vielleicht ist es aber auch zu krass. Mal gucken. Ah, ein Familienwappen. Ah ja, das ist auf jeden Fall die Family hier. Um die sich das Spiel, glaube ich, drehen wird. Boah. Eigentlich ist es mir... Ach komm. Wir nehmen das, oder? Das Erbe der Runes. Klingt mal stark danach, als wenn das der Familienname von unseren Protagonisten ist. Also man wird, glaube ich, das Mädel spielen. Trödelsamisia, wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen. Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Aber du bist keine 10 Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. Das ist ein Hundi. Also erstmal streichen wir das Hundi. Ist ja klar hier. So, Amicia. Das ist das Mädel, das wir hier gerade spielen. Und sie möchte ja nochmal irgendeine Prüfung mit Apfelbaum machen. Das habe ich natürlich nicht zugehört, weil ich so fokussiert auf den Hund war. Sieh dir mal Leon an. Das Raubtier aus Gayenne strotzt vor Kampfeslust. Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon, du wirst Beute finden. Ich glaub an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Lass uns weitergehen. Noch ist alles friedlich und auch schön durchleuchtet hier, so in herbstlichen Farben. Das sieht schon recht gut aus. Die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater, ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du weißt, in einer Familie... Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter Derun. Na los, und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Also, wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien. Deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder. Und du? Ich bekomme dich kaum zu Gesicht. Von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal. Jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte. Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. So, Töchterchen. Der Papa sieht aber gar nicht so also viel älter aus. Wagst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Ach, da ist der Apfelbaum. Der Ruhn kennt keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des, heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe, schlage ich dich zur Ritterin. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. So, also gut, Steine sammeln. Klar, für eine Steinschleuder macht natürlich auch Sinn. Bereit!
Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Achso, war das jetzt alles? Moment mal. Stell dich hinter diesen Stab. Von dort wirst du schießen. Ach, so soll es sein. Kamera ist ein bisschen sehr interessant gerade. Dann mal los. Eins, zwei, drei, vier, fünf, weiter so, Amicia. Sechs, sieben, acht. Und so wurde aus Amicia eine wahre Ritterin. Neun und zehn. Da. Sieh mal eine an. Ich bin wirklich beeindruckt. War das jetzt noch zehn? Aber deine Schleuder ist schrecklich laut. Er war ein Geschenk. Achso, ja, Schalldämpfer vielleicht wäre ganz oh, gut, ja. Ne? Hatte ich fast vergessen. Meine Güte, was hat er denn? Er hat wohl einen Hasen gerochen. Hinterher, schnell! Lauf schon vor, ich komme nach. Du bist viel schneller als ich. Na, ich befürchte mal fast, dass das jetzt hier kein Hase ist. Warte auf mich! Aber wir lassen uns... Lass uns mal überraschen. Der Akil auf jeden Fall, die Amicia. Leon! Ein Jagdhund darf seinem Jäger nicht davonlaufen. Leon! Wo ist der hin? Kann ja eigentlich nur der eine Weg sein, oder? Das ist auch ein bisschen... Da bist du ja. Blau-levelig hier. Da vorne ist er. Gewittert. Lieber Himmel, ein Wildschwein. Braver Hund. Amicia, hat er was gefunden? Psst, sieh mal, ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren, aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gras. So, was ist denn jetzt? Keine Steine mehr. Hier müssen irgendwo noch welche sein. Und hier, wo ist denn hier das Gras, wo ich durch muss? Und vor allem, wo sind hier die Steine? Also, ich würde mal vermuten, dass hier ist das Gras. Ne? Ganz, oh ne. Hier geht's schon mal nicht weiter. Hier geht's schon mal nicht weiter. Wo soll ich denn jetzt hier entlang? Hier rechts? Ach Gott, das ist ja Gras hier vor mir. Es trinkt. Das ist meine Chance. Ja, erstmal brauche ich Steine. Amicia. Erstmal brauchen wir Steine. Wo haben wir denn hier Steine? Hallo? Oh nein, es hat mich gesehen. Du musst dich anschleichen. Ziel auf seinen Kopf. Ja, er ist doch jetzt weg hier, oder? Ich habe immer noch keine Steine. Das ist sehr schön und gut. Einen Moment mal ganz kurz hier. So. Am Fluss, da liegen doch eigentlich ein Haufen so Steine hier, Mensch. Kann sie nicht einfach davon mal welche nehmen? Ich meine, was sollen denn das jetzt für spezielle Steine sein? Explosivgeschosse oder so? Oder? Na komm, Hundi. Ich bereue es wahrscheinlich schon, dass ich jetzt hier die... Vorsicht! Du musst auf den Kopf zielen. Ich versuch's ja. Ich will den Braten auch. Ich weiß. Du schaffst das, meine Kleine. Man könnte sagen, sie hat den Braten gerochen. Dub dich ins Gras. Runter. Ich hab immer noch keine Steine. Das kann ja nicht so ernst sein. Hier liegt doch Unmengen Zeug rum, oder? Also... Da müssten doch irgendwo mal Steine dabei sein. Aber die Sau ist auf jeden Fall noch da. Muss ich vielleicht zurück? Super. Erste Folge? Steine sammeln. Super Geschichte. Okay, das sind, also die Gebüsche hier sind massive Objekte, wie es ausschaut.
Es wird gleich dunkel, bis wir Steine haben. Also ich kann nochmal, ich weiß nicht, ob ich nochmal zurückgehen kann, aber ich weiß noch, wo welche lagen, aber ich weiß nicht, ob das Spiel will, dass ich da nochmal zurückgehe. Das sieht jetzt nicht so aus, ne? Ja, das war doch der Weg, wo wir hergekommen sind. Also müssten jetzt hier eigentlich irgendwo Steine liegen. Also das Spiel will gar nicht, dass wir Steine finden und das Schwein anschießen. Das kannst du mir doch nicht weismachen, dass hier einfach keine Steine liegen. Ah, Moment, ich hab da was. Steine, hier sind noch mehr. Na also, es geht doch. So, komm raus, du Sau. Jetzt komm ich ran. Wo ist es denn? Ach, da hinten ist es. Auf dem Kopf zielen, hat er gesagt gehabt, ne? Naja, ich weiß nicht, ob das der Kopf ist, aber... Schuss! Lässt dich der Hunger immer so genau zielen? Ha! Der Braten ist dir doch noch nicht serviert. Nein, nein, nein! Schnell, Leon! Nicht die Spur verlieren! Heute Abend speisen wir wie Könige, das verspreche ich! Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon! Genau, jetzt mach mal die Sau fertig hier. Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück. Oh nein, meine Füße werden einsinken. Können wir dann einen anderen Weg gehen? Ich meine, wir wollen ja nicht, dass die schönen Schuhe von ihr da schmutzig werden. Das Wildschwein. Es blutet. Es blutet? Ah, tatsächlich. Da ist ja was. Aber nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Wird schon düsterer hier gerade, ne? Oh, die Hose war so gut wie neu. Das wird Ärger geben. Oh je. Na? Die Musik ist auch schon... Wer war das? Leon! Komm her! Wird hier alles deutlich düsterer. Ich hab ja schon, Ich hoffe, dem Hundi geht's gut. Oh. Ist das Wildschwein? Aber... Leon war das bestimmt nicht. Leon, was geht hier vor? Komm her! Leon! Er bellt noch. Leon! Ich bin hier! Ich komme! Oh nein, der ist auch total verwundet. Ach du Heilige, was ist mit dem passiert? Teufelei. Wir müssen weg. Leon. Sofort. Wow. Okay, damit geht das Spiel los, dass wir den Hund verlieren. Das ist ja mal, Hatte Tupac. Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Amicia. Er war ein guter Hund. Wo sind die Bolzen zur Verstärkung? Ja, Wahnsinn. Ich habe sie noch nicht. Dann nimmt das Unheil seinen Lauf hier. Dass die englischen Truppen unterwegs sind? Wir müssen jetzt zur Mutter, ne? Mademoiselle Amicia, ihr seid zurück. Theo, es gab einen Notfall. Hol die anderen und sprich so schnell wie möglich mit meinem Vater. Sehr wohl.
Oh, ich habe ein paar Ziele für eure Schleuder hinter den Ställen aufgehängt. Oh, danke. Da bist du ja. Ich hab dich über... Eine Pfeife? Aha. Amicia hat diese Terrakotta-Pfeife für die erste Jagd von ihrem Vater geschenkt bekommen. Pfeifen werden schon von unseren Vorfahren als Instrumente und Spielzeuge verwendet. So ermöglichten sie zum Beispiel auf der Jagd, aber auch in Kriegszeiten das Koordinieren von Aktionen größerer Gruppen. Ja. Damals gab es noch keine Messenger-Dienste. Da haben wir das noch so auf analoge Art und Weise gemacht. Wir spielen jetzt auch im Jahr 1300 irgendwas. Könnte die Zeit gewesen sein von der großen Pest. Da bin ich jetzt gerade nicht ganz geschichtsfest, wann die war. Aber ich würde mal vermuten, dass das so hinkommt. So, wo muss ich jetzt hin? Wo ist die Mutter? Die von Theo erwähnten Töpfe. Wozu habe ich meine Schleuder? Na komm. Dann schleudern wir mal die Töpfe kaputt. Bisschen Frustabbau. Läuft gut. Jetzt habe ich aber wieder... Ach so, da gibt es noch mehr Steine. Sehr gut. Na dann. Auf geht's. Machen wir die hier alle kaputt. Da steckt jede Menge Arbeit drin, diese Töpfe herzustellen, aber Amicia macht die halt mit einem Schlag kaputt, ne? Mehr Steine? Mehr Steine? So, natürlich, gab ein Achievement dafür, deswegen haben wir das nämlich auch gemacht. Wusste ich zwar nicht, aber das war so absehbar. Leon, wäre ich nur schneller bei dir gewesen. Was auch immer dir das angetan hat, ich hätte es getötet. Seid gegrüßt, Mademoiselle Alicia. Da stecken sicher die Engländer. Und warum sollten Engländer andere Leute beißen? Weiß nicht, um unsere Moral zu untergraben. Eine Schmiede? Okay. Es scheint so ein kleines Anwesen zu sein hier, ha? Mit Burg, so wie es ausschaut. Beinchen haben sie auch. Oh, Mademoiselle Amicia, wie war der Spaziergang? Sprag nicht. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ja, ich werde es ihnen sagen. Alle Oratio Sancti Sebastiani, beschütze uns vor dem Bösen, schenke uns ewige Gesundheit und halte die Pest von uns fern. Ja, es ist ein bisschen spät, mit dem Beten anzufangen. Das ist ein bisschen spät. Kann ich mit dem reden? Nee. Oh, Moment. Altar leuchtet. Nimm Leon zu dir. Bitte. Er verdient einen Platz an deiner Seite. Auch wenn er manchmal ziemlich frech ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht wegen mir bestraft. Ja, und damals hatte man eben auch nur den Glauben, ne? Gab's ja so vieles, was nicht erklärlich war. Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das Mutter denn Wetter überhaupt? Wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Leute verhungern. Wir haben Glück, in diesem Haus untergekommen zu sein. Da hast du recht. Das ist die Mutter? Gabriel, ist Mutter oben? Achso, nö. Ja, sieht auch sie nicht war so aus. Die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Ein schmuckes Zuhause, hm? Zumindest mal, wenn man die Umstände betrachtet. Ja, Madame Beatrice, ich mach das. Louise, warst du bei meiner Mutter? In der Tat. Möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall. Ich muss euer Zimmer noch richten. Ich habe euch übrigens etwas aufs Bett gelegt. Seht es euch an, wenn ihr mögt. Oh, danke.
Wo ist denn unser Zimmer dann? Moment mal, wenn die da... Dann ist das unser Zimmer, oder? Moment, wenn da was auf dem Bett liegt? Was das liegt da? Das Deckchen, das Mutter für mich gemacht hat, als ich noch klein war. Ich habe es überall gesucht. Da ah ja, Kuriositäten, da. Das ist so ein bisschen ja wie bei Tomb Raider mit so Collectibles, die man noch aufsammeln kann. Pass gut darauf auf. Ach, Leon. Was soll ich ohne dich nur machen? Auch damals war der Verlust von Haustieren sicherlich kein... Also wahrscheinlich regelmäßiger, aber halt trotzdem Verlust halt, ne? Was ist das hier für ein Zimmer? Auch so einen richtigen Kamin hier drin stehen. Wahnsinn. Ich glaube, das Anzünden der Kronleuchter ist sicherlich auch sportlich gewesen. Ich weiß nicht, wie häufig die das angezündet hatten. Okay, hier ist gar kein Kronleuchter, hier ist nur das Feuer hier. Gut, dann gehen wir doch mal zur Mutter jetzt da. Schließlich sollten wir dahin. Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Aber es ist wahr. Leon lag winselnd am Boden und dann wurde er... Psst! Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden, egal was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Dass die Engländer sind? Die haben ja die ganze Zeit hier so gesprochen gehabt, dass die Engländer angreifen würden. Der Tag kann ja nur schlechter werden, ne? All diese Tränke. Mutter, wirst du ihn jemals heilen können? Ja, Mama ist gerade mal nicht im Zimmer. Wie lange ist er schon Mama, hier? Vier Jahre? Fünf? Wo ist er? Hier. Hugo? Oh, er hat eine kleine Spielzeugburg da hinten. Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo. Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Hat er gesungen? Nein, Senor Nicolas. Er hat zwei Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Durchsucht das Haus. Jetzt eskaliert hier aber alles, oder? Also, ich meine, das war absehbar, dass der jetzt drauf geht, aber... Ist das Mama? Nee, das ist nicht Mama. Hugo, komm her. Was ist denn? Psst. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wo haben sie ihn versteckt? Los, jetzt. Wo ist Mama? Sch. Wo ist er? Bleib unten. Hugo, ich bin's, Gabriel. Komm schnell her. Hey, du. Was zum Teufel treibst du da? Na los. Wo ist der Kleine? Hm? Halt die Klappe. Was haben wir denn jetzt durch? Ja, das sehe ich ja gar nichts. Gabriel! Amicia! Sch-
Leer! Oh. Moment mal, da muss ich irgendwo anders, glaube ich, durch. Hä, wo muss ich denn da jetzt lang? Im Zimmer war doch auch einer. Komm schon. Ja, du bemerkst mich nicht, ne? Hoffe ich doch mal. Ach, hey. Ich glaube, die schläft auch nicht nur. Ups. Ich glaube, wir gehen jetzt Amicia, was ist hier los? Mutter, ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Holen die denn von dem Sohnemann? Also, mal abgesehen davon, dass sie den jetzt seit 4-5 Jahren schon da verstecken, scheinbar. Macht es dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Bitte. Aua. Alter, eigentlich aber. Wir müssen weiter. Nicht hinsehen. Wir dienen einer höheren Macht. Gut. Nein, Amicia. Wir müssen weitergehen. Wo sind die Aufzeichnungen deiner Herren? Sag schon. Muss ich dir wieder wehtun? Müssen wir da jetzt halt komplett. Okay, die gucken nicht, ja? Die gucken nicht. Hoffe ich doch mal. Das ist deine letzte Chance. Sag uns, was du über die Arbeit deiner Herren. Ein Schleichspiel. Da bin ich ja sehr, sehr, sehr gekonnt drin. Das kann ja heiter werden. Was war denn das hier? Eine Tür, okay. Hinterausgang. Hoffe ich doch mal. Ups. Wen haben wir denn da? Wo wollt ihr zwei denn hin? Leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen, nachdem er sich ein wenig ausgeruht hat. Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Hugo, nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Aber leise, ja? Ja. Wachen! Versperrt die Ausgänge! Sie sind überall. Vertraut mir. Durch das Gras, da können sie uns nicht sehen. Wartet! Mama! Das muss sehr dichtes Gras sein. Und vor allem... eigentlich auch noch... Ich hab noch einen! Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der Kleine liebt Blumen. Ich habe ihm oft welche gebracht. Blumen? Mehr hast du nicht zu bieten? Hat geklappt. Versteckt euch. Ich arbeite schon ewig hier. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach wirklich? Du zuerst. Hör zu. Ich gebe dir Bedenkzeit und komme später jetzt wieder. Und du? Stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Bastard! Sehr freundliche Invasion. Wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. In Ordnung? Na gut. Vorsicht beim Runterklettern. Ja. Der Ruhm ist kein Freund der Inquisition. Ein kleiner Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Ah, er kann ja sogar reimen. Sie sehen uns. Wir müssen hier weg. Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann's ohne Schleuder versuchen. LB gedrückt halten. Leise zu sein und Geschosse mit der Hand zu werfen. Achso, Moment, ich brauche vielleicht erstmal Munition her. Was war das für ein Geräusch? Gehen wir. Das war nichts. Bin gar nicht da. Au, mein Kopf! Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe.
Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Jungen? Er versteckt sich, aber Senior Nicolas ist ihm schon auf den Fersen. Er ist die rechte Hand des Großinquisitors. Einen besseren Hauptmann hat die Wache nie gesehen. Gut. Zumindest hat er den Vater. Und bald schnappt er sich auch den Sohn. Mutter, warum? Was wollen Sie von ihm? Das erkläre ich dir später. Zuerst müssen wir hier weg. Ja, und dann würde ich sagen, ich gucke mal auf die Zeit. Ich mache mal ganz kurz einen Break, weil ich nicht weiß, wann es weitergeht. Und dann sind wir am Ende der ersten Folge angelangt. Also es ist ja sehr, sehr, sehr spannend. Deswegen hoffe ich und bin mir auch fast sicher, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid. Würde mich freuen. Und ja, dann danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann mit Folge 2 von A Black's Tale. Bis dahin. Ciao.